Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute über den Glücksspielstaatsvertrag und die Änderung des Landesglücksspielgesetzes sprechen, wissen wir alle, es ist ein ganz, ganz schwieriges und viel diskutiertes Thema. Ich möchte vorweg schicken, dass es für uns als Freie Demokraten ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass das Glücksspiel in geordneten Bahnen läuft und nicht den freien Kräften des Marktes überlassen bleibt. Es kann nicht sein, dass die legalen und vor allem an Qualitätsstandards interessierten Anbieter vom Markt verdrängt werden und die illegalen Anbieter am Markt erstarken. Gleichzeitig wollen wir aber Glücksspiel auch möglich machen, meine Damen und Herren, da nicht von der Hand zu weisen ist, dass es in der Bevölkerung dafür einen Bedarf gibt. Dabei stehen wir für die Gewährleistung eines wirksamen Spieler- und Verbraucherschutzes sowie eines effektiven Suchtbekämpfung. Letzteres ist und muss der wesentliche Baustein der Glücksspielgesetzgebung sein. Die hohe Qualität der Suchtbekämpfung sollte ein Hauptkriterium für die Vergabe von Konzessionen sein. Streng genommen bedeutet das, meine Damen und Herren, bedarf es deshalb eines verstärkt qualitativen und weniger quantitativen Ansatzes bei der Konzessionsvergabe. Lobend ist hervorzuheben, dass in der Glücksspielbranche diesbezüglich schon eine Menge Bewegung im Spiel ist und viel, viel für die Suchtbekämpfung getan wird. Gleichzeitig gehen hier allerdings, der Kollege Hüttner hat es gesagt, der öffentlichen Hand nach wie vor enorme Summen an Steuereinnahmen verloren, die eben zum Zwecke der Suchtbekämpfung, aber auch für weitere gesellschaftlich relevante Vorhaben genutzt werden könnten. Bedauerlich ist es natürlich, dass wir heute über eine Änderung des Staatsvertrages sprechen, der wahrscheinlich überhaupt nicht zum Tragen kommt. Die Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein haben sich für einen anderen Weg entschieden. So wie es aussieht, werden sie dem Glücksspielstaatsvertrag nicht ihre Zustimmung geben und er wird somit gegenstandslos. Doch auch weitere Bundesländer üben zwischenzeitlich Kritik an dem Vorhaben. Meine Damen und Herren, mir ist es bewusst, dass dies hier nicht nur auf Gegenliebe stößt. Ich weise aber darauf hin, dass derartige Hürden zu einer Demokratie dazugehören. Und wenn sie eben nicht überwindbar sind, so müssen wir dies aushalten. Wir wissen, wovon wir reden. Gleichzeitig möchte ich aber auch zumindest ein wenig um Verständnis für das Ansinnen von Schleswig-Holstein werben. Der Punkt beispielsweise, Michael Hüttner hat es ja auch gesagt, dass sich Online-Casinos im Glücksspielstaatsvertrag nicht wiederfinden, ist misslich. Wir sprechen hier von einem schier unüberblickbaren Schwarzmarkt an Anbietern, die im Ausland sind, sich aber jeglicher Kontrolle entziehen. Über die Themen wie wirksame Mittel gegen die Spielsucht oder Besteuerungsfragen brauchen wir in diesem Zusammenhang erst gar nicht sprechen. Ob diese und weitere Differenzen nicht auch auf anderem Wege hätte ausgeräumt werden können, muss an dieser Stelle zunächst offen bleiben. Fest steht aber auch, dass hier die Diskussion im Fluss bleiben und die Gesetzgebung sich den wandelnden Gegebenheiten des Marktes anpassen muss. Hier dürfen wir nicht nachlassen. In die gleiche Richtung gehen die Änderungen des Landesglücksspielgesetzes. Mit neuen Abstandsregeln für Wettvermittlungsstellen, strengere Regeln beim Spielerschutz und der Schaffung des Ordnungswidrigkeit-Tatbestandes bei Verstößen gegen die neue Sperrzeitregelung tragen wir hoffentlich aktiv zum Spielerschutz bei. Wenngleich wir diese Maßnahmen zum Schutz der Spieler aber und insbesondere auch der Jugend begrüßen, sehen wir dies auch mit einem kritischen Auge. Durch diese Gesetzesänderung, meine Damen und Herren, wird eine nicht unerhebliche Zahl von Arbeitsplätzen gefährdet oder geht gar verloren. Vor diesem Hintergrund werden wir auch weiterhin die Entwicklungen im Blick haben und zu gegebener Zeit überprüfen, ob diese Maßnahmen zielführend sind oder eine Überarbeitung bedürfen. Maßnahmen, die zu einem Verlust von Arbeitsplätzen führen, aber nicht das erwünschte Ziel erreichen, bedürfen dann einer erneuten Überprüfung und Anpassung. Ich hoffe zum Schluss, dass alle Parteien die Thematik auch in Zukunft mit Ernsthaftigkeit und Augenmaß begleiten werden. Ich danke Ihnen.